Hallo, in diesem Video möchte ich den Algorithmus eines sequentiellen Dividierers erklären. Die Informationen basieren auf dem Kurs Rechnerarchitektur an der Saga-Universität in Japan. Und wir starten direkt durch. Boom! Jetzt wisst ihr Bescheid, oder? Und jeder kann Japanisch. Lasst euch von dem Japanischen nicht verwirren, ich werde das erklären, sofern es notwendig ist. Und das Bild geht auch, ist hier mehr so aus Referenzzwecken. Falls ihr irgendwo wie ein Bild habt, was so ähnlich aussieht, dann könnt ihr da vielleicht Gemeinsamkeiten erkennen und dann euer Bild besser verstehen. Ich werde auf jeden Fall alles Wichtige anmalen, anzeichnen, schreiben. So, aber erstmal brauchen wir Platz. Ich verschiebe das Ding mal nach links oben und mach mal schlechte Sachen, schlechte Bezeichnungen mit schönen, besseren Bezeichnungen. Wir wollen eine Beispielrechnung machen. Oder ich will. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wollt. 64 durch 5. So nochmal ein bisschen besser ausgebessert. Cooler Satz. Jedenfalls, was ist das? 1,0,0,0 durch 1,0,1. So, um das zu berechnen, brauchen wir drei, ich sag mal, Variablen. Oder weil wir bei der Rechnerarchitektur sind, Register. Wir brauchen eine Laufvariable. Aber, wie gesagt, Register, deswegen nennen wir es Laufregister. Wir haben ein Ergebnisregister. Ich könnte es jetzt ER nennen. Aber ERG ist besser zu verstehen. Steht auch hier nochmal drin. Und wir haben ein Restregister. Wir nennen es in der Zeichnung auf der linken Seite einfach R. Für Rest. Okay, kurze Erklärung des Algorithmus. Wir holen uns Stück für Stück jede Ziffer in unser Laufregister, gucken, ob wir davon den Nenner abziehen können, ohne in den negativen Bereich zu kommen. Wenn das nicht geht, dann schreiben wir eine 0 in unser Ergebnisregister. Wenn das geht, schreiben wir eine 1 rein. Beziehungsweise wir schieben eine 0 oder eine 1 rein, um mal architekturtechnisch zu bleiben. Und der Rest hat entsprechend den Rest der Subtraktion, die wir ausgeführt haben. So, genug der Worte, Taten warten. Wir schieben eine 1 in unser Laufregister. Können wir 1 minus 101 rechnen, ohne negativ zu werden? Nein, können wir nicht. Also schreiben wir eine sehr hässliche 0 in unser Ergebnisregister. Wir holen uns die nächste Ziffer, die 0. Wird immer geschoben. Das ist eine 0. Und wir können wieder nicht subtrahieren, sonst würden wir negativ werden. So, wir holen uns die nächste Ziffer. Diese 0 hier. Wir können wieder nicht subtrahieren. Nein, 0 steht immer für Nein, können nicht subtrahieren, weil, ich wiederhole nochmal, 100 minus 101, das ist ja negativ, geht nicht. So, jetzt holen wir uns die nächste 0, jetzt wird es ein bisschen interessanter. So, wir können jetzt subtrahieren, ja, wir können subtrahieren, wie geht's weiter? Wir machen hier mal eine Nebenrechnung und rechnen unsere 100. Übrigens, vielleicht kurz am Rande, in dem, was hier drin steht, ist der Zähler 1011. Ich hätte es vielleicht ausbessern sollen, stimmt, ja. Es ging hier um ein anderes Beispiel, aber die 64 durch 5, da werden einige Dinge klar, die in diesem Beispiel hier nicht klar werden. Gut, zurück zum Problem. Wir rechnen 1000 minus 101. Und wer gut im Rechnen ist, weiß, da kommt 11 raus. Wir sind übrigens gerade hier. Wir rechnen die Laufvariable minus den Nenner. Und schieben das Ergebnis in unsere Restvariable rein, beziehungsweise in unseren Restregister 1,1. Und wie man hier auch sieht, wir schieben auch eine 1 in das Ergebnisregister rein. So, und das, was in den Restregister rein, in das Restregister reinkam, kommt auch in unser Laufregister noch rein. Keine Ahnung, wo das hier in dieser Zeichnung steht, man möge mich darauf hinweisen, aber es ist so. Und dann machen wir direkt schon weiter. Wir holen uns die nächste Zahl. Also wir können das nicht einfach so weiter bearbeiten. Also wir vergleichen das jetzt nicht mit der 5. Sondern wir holen uns erst die nächste Ziffer. Schieben die 0 rein. Gucken dann, können wir das minus das rechnen. Stellen fest, ja, können wir tatsächlich rechnen. Wieder eine 1. Also wieder Nebenrechnung. Wir machen Nebenrechnung. 110 minus 101. Und wer auch hier gut im Rechnen ist, der weiß, da kommt 1 raus. Rest von 1 schreiben wir in unsere Restvariable. Und genauso wie eben, wir schreiben es nicht nur in die Restvariable, sondern auch in unsere Laufvariable. Und auch wieder, bevor wir hier weitermachen, holen wir uns die nächste 0. Machen wir rein, stellen fest, wir können das nicht minus das rechnen. Also kommt hier eine 0 hin. Wir holen uns die nächste Ziffer, ist die 0. 100 können wir auch nicht minus 101 rechnen, also wieder eine 0 hier rein. Wir holen uns die nächste Ziffer und stellen fest, wir haben gar keine Ziffer mehr, die wir holen können. Wir wissen, wir sind am Ende. So, was ist passiert? Das ist unser Ergebnis. Und das ist unser Rest. Wie ist das Ergebnis zu lesen? Wir lassen mal die führenden Nullen weg. Dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Und zwar 1,
1, 0, 0. Wer umrechnen kann, das ist 12, also Dezimal 12. Und wer hier umrechnen kann, ist, im Vorteil ist es Dezimal 4. Und wir stellen fest, 5 mal 12 sind 60. Und dann haben wir noch einen Rest von 4. Stimmt also. Und wir stellen außerdem fest, das Restregister brauchen wir zwar hier in der tollen Zeichnung, aber für unser Endergebnis nicht. Normal in meinem Stil würde ich das dann gar nicht in mein Video mit reinnehmen. Der Grund, weshalb es in dem Video ist, weil ich es gerade eben erst festgestellt habe, dass man es nicht braucht und das bestimmt der 7. Anlauf zu diesem Video ist. Nehmt es mir nicht übel, wir brauchen den Rest nicht, aber ihr wisst hoffentlich, wie es funktioniert. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Gucken. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, dann bitte runter in die Comments. Ich bemühe mich, das möglichst schnell zu beantworten. In diesem Sinne, gute Schlacht, gute Nacht oder so ähnlich.